Alter, ernsthaft? Aktiviere diese Naturfähigkeit. Aktiviere einfach Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge For Honor. Wir spielen den neuen Modus aus der... War der Open Beta ist das jetzt? Aus der Open Beta. Und zwar Deathmatch. Ich bin sehr gespannt, hab das Spiel eben seit der Closed Beta nicht mehr spielen können. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen raus und muss jetzt reinkommen. So, okay. Okay, ich spiele einen Samurai, den ich auch noch nie gespielt habe, aber der gefällt mir richtig gut. Bam, mein Freund. Alter, geil. Okay, ich kann es noch, glaube ich. Bam, okay. Jawohl, zack. 4 gegen 4 eben. Also, den habe ich raus. Und jetzt kann ich einfach zum nächsten rennen. Kann ich einfach meinen Freunden helfen? Warte, ich renne jetzt einfach mal irgendwo hin. Doppelter Teamkill. What the fuck? Okay, ich habe irgendwas eingesammelt. Okay, okay. Wo ist mein Team? Da vorne sind nochmal, habe ich gerade, warte, habe ich hier so Boni, die man hier einsammeln kann, anstatt seinen Freunden zu helfen. Das heißt, ich kann jetzt hier so Boots einsammeln. Schnell. Schaut mal da oben. Über dem Schild von meinem Charakter sind jetzt so Dinger. So, da oben ist... So, ich gehe jetzt meinem Kumpel helfen. Lol. Vom Gegner sind alle down. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. 4:1. Einer von uns ist gestorben. Das war's. Alles klar. Den Typen, der gerade vor mir stand, der hat mich davor immer gespielt. Der Eroberer hieß der, ne? Okay. Jetzt habe ich mal den hier. Aber der Samurai gefällt mir. Weil der ist schnell, macht aber Schaden, ne? So, wer ist da auf? Warum steht da hinten so ein Typ, das irritiert mich? Da hinten steht einfach... What the fuck? Warum stehen hier... Warte mal. Warum muss ich gegen zwei kämpfen? Da gibt ja gar keinen Sinn. Warum muss ich gerade gegen zwei kämpfen? Okay, mach Rache. Null, okay, ich habe ihn erledigt. So kann es natürlich auch machen. Aber warum muss ich gerade gegen zwei kämpfen? Freund, du bist zwar größer als ich. Und da. Oh shit, ich muss das. Aktiviere das. Nein! Oh, ich hatte eine Fähigkeit. Man hat hier Fähigkeiten. Das hat man im Duell eigentlich auch nicht. Musst du mich so killen? Okay. Wie viel Leben von unserem Team noch? 3 Stück. Ich muss ja auch gegen zwei kämpfen. Was ist das für ein Bullshit? Warum ist bei mir noch einer einfach aufgeploppt? So, wir schauen jetzt hier mal zu. Der sieht schon so... Ich finde, der sieht am coolsten aus von allen. Der Helm auch. Das ist übrigens wirklich... eines der geilsten Sachen an For Honor. Das ist einfach dieses ganze Anpassungszeug. Ich habe vorhin im Menü wieder was Neues entdeckt. Dass man irgendwie oben auf den Helm sowas draufbauen kann. Wo ich dann noch geiler aussehe. Ich liebe diese ganzen Ausrüstungen. Dieses ganze Zeug finde ich mega cool. Und ich hoffe... dass es da noch viel, viel mehr in der Vollversion geben wird. Von den Maps her, habe ich ja gehört, gibt es nur 6. Und die sind angeblich alle hier in dieser Beta. Also es ist nur, habe ich vorhin kurz gelesen. Da kämpft er, okay. So, jetzt hat er wieder ausgleichende Gerechtigkeit. 3 gegen 2. Ich weiß nicht, ob die hier... Nein, okay. So, zack, Feierabend. Ja, da keine Chance. Keine Chance. Und... außer jemand hat noch Rache. Oh, warte, 2 gegen 2. Das ist nochmal spannend. 2 gegen 2 jetzt. Ich sehe leider die Leben von den Gegnern nicht. Das ist ein bisschen schade. Okay. LOL! Achso, oh, ich dachte schon. So, jetzt wieder 2 gegen 1. Wikinger ist down. Und das müssen wir gewinnen. Das müssen wir gewinnen. Dann steht es 2:0. Und dann haben wir schon Matchbälle. Oder wie sagt man hier? Match-Schwerter. Jawohl, in den Rücken, Blut abgedingst und okay, man kann Leute auch wiederbeleben hier. Also es ist absolutes Chaos, muss ich auch mal, also dieser 4 gegen 4 Modus, absolutes Chaos, das macht irgendwie Spaß. Wir werden danach noch Eroberung zocken, denke ich, oder in der nächsten Folge, mal schauen, wie lange das hier geht. So, na, die habe ich auch freigeschaltet, ist das die Berserkerin, ne, oder? Ne, ist nicht die Berserkerin, aber ich habe die Berserkerin auch freigeschaltet, weil ich euch ja noch ein paar neue Typen zeigen wollte. Die sind halt schnell, diese schnell und wendig. Oh, so eine Combo. Es gibt ja auch Kombos. Je nachdem, welche. Ich muss halt aussuchen, was das für eine Fähigkeit hier ist. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Oh, das ist Heilung. Oh, die hätte ich jetzt nicht aktivieren dürfen. Scheiße, das war dumm. Komm, bleib stehen. So. Zack. Ja, keine Chance. Jawohl. Oh, Exekution, die kenne ich nicht. Achso, das war die von gerade. Und dann, okay, nice. Ich habe jetzt so eine Heilung, weil ich renne schon zu meinem Verbündeten. Oh,
Leute, ich muss gleich irgendwie kämpfen. Der hat einen Buff. Der hat einen Schildbuff. Oh. Warum muss ich wieder gegen zwei kämpfen? What the fuck, ey? Und killen schnell, jawohl, so. Zwei, Alter. Double Kill. Oh, den mach ich auch noch. Da habe ich drei Kills. Bam. Ich habe wieder irgendeine Fähigkeit, mit der kann ich mich, glaube ich, heilen. Der Ausdauer ist weg. Ich muss wieder gegen zwei kämpfen. What the fuck, ey? Warum muss ich immer gegen. Läuft, viele kommt da noch. Habe ich nicht gerade. Ach, der hat die wieder belebt, oder was? Der hat die wieder belebt, ne? Wer hat dieses Gas da reingeschmissen? Okay, ich habe Rache. Aktiviere Rache. Kill dich schnell. Der hat die wiederbelebt. Ich glaub's nicht, ey. Oh, aber ich hab keine Schnitte. What the fuck? Von meinem Team sind alle tot. Scheiße. Okay, los geht's. Also, Wiederbelebung sind entscheidend. Oh, er hat es auch gemacht. So. Ich kann das da mal ganz gerne machen, Leute. Beim Anvisieren einfach in irgendeine Richtung. Also wirklich. Ich hab Heil. Heil dich! Ich hab voll. Hat die Bonus, diese Fähigkeiten bleiben auch noch aktiv. Fuck. Heil dich, heil dich, heil dich! Das ist ja voll nice. Das ist ja voll overpowered, wenn man da einfach was ansammelt. Shit. Heil dich wieder. Ey, von meinen Leuten sind schon wieder alle tot, ey. Bis ich den hier down hab. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wiederbeleben! Ich komme! Schnell, muss ich ganz schnell wiederbeleben. Halt ich erstmal. Ich hoffe, der wird nicht wiederbelebt. Ich meine, kann ich die nicht so komplett fit. Dein Ernst, Junge? Nee, nee. Nee, nee, mein Freund. No! Er wollte ihn wiederbeleben, aber so nicht, ey. Von mir sind schon wieder alle down, außer ich. What the fuck? Ich bin tot und der, Alter. Ernsthaft? Aktiviere diese Unfähigkeit. Aktiviere einfach irgendein. Ich muss noch schneller den hier killen, damit ich direkt den nächsten wiederbeleben kann, weil. Fuck. Ich kann mich wieder heilen. Okay, das ist auf jeden Fall gut, dass ich die Fähigkeit habe. Ich weiß nicht, was der für Fähigkeit hat, aber anscheinend keine guten, weil. Oh, fuck. Ah, heilen! Oh, lol. Da habe ich gerade noch gegen geheilt. Muss ich kurz aufladen, weil ich brauche eine Sekunde, Junge. No, ich hab ihn! Ich hab ihn und ich hab so geile Pfeile. Okay, warte, soll ich jetzt ihn verteidigen oder. Oder soll ich den nächsten wiederbeleben? Weil da, wo der Tote liegt, ist wahrscheinlich auch ein Gegner. Von daher will ich jetzt den hier einfach mal verteidigen. Nicht, dass sie wieder. Oder soll ich jemandem helfen? Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Okay, komm weg hier. Aha, da kommt er ja schon. Ja, bist du ja schon, ne? Ich hab Pfeile, ne? Aber die. Ich kann dich ja nicht einsetzen. Wann soll ich diese Pfeile einsetzen, bitte? So, wie okay, kommt das, Junge? Als ob! Okay, ich habe jetzt so ein anderes Heilungsding. Ich weiß nicht, ob das überhaupt für mich hilfreich ist. Ich habe kein Leben mehr. Werde jetzt volles Risiko. Okay, habe ihn gekillt. Doppelter Teamkill. Und gewonnen, Alter. Okay, ey, das. Ey, man soll immer bescheiden sein, ne? Aber. Das war schon nicht schlecht von mir, oder Leute? Das war jetzt nicht so schlecht. Und jetzt, wenn das Spiel jetzt auch noch ein paar geile Sachen hergibt. Nein, okay. Kensei. Gehen wir jetzt noch in eine. Komm, wir machen. Leute, wir machen heute mal ein bisschen länger. Wir gehen jetzt einfach. Ich will nur mal die Runde ging ein bisschen. Weil so kurz ging gar nicht. Aber ist egal. Wir gehen jetzt trotzdem mal hier raus. Und wir zocken noch mal eine Runde. Wir zocken noch eine Bonusrunde. Bonusrunde. Okay, Leute. Wir spielen jetzt Eroberung. Ich glaube, das heißt der Modus. Ich bin mir gerade echt sehr sicher. Wir spielen mit der Berserkerin. Die habe ich noch nie gespielt. Runde hat tatsächlich schon angefangen. Aber wir. Ich bin gespannt, wie sie spielt. Ja, zwei Äxte. Oh. Und hier sind wir schon im ersten Duell. Alles klar. Ich denke mal, sie hält nicht viel aus. Aber der Schaden. Oh, sie kann auch nicht wirklich blocken, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte. Warte, warte, warte. Ah, danke, Junge. Sehr gut. Okay, danke, Alter. Ey, das ist so assi einfach in diesem Spiel. Wenn da ein zweiter Typ dazukommt, keine Chance. Aber ich habe das Gefühl, sie hat gut Schaden gemacht. Also. Und es ist eine sie, Leute. Schaut euch mal ihren Unterarm an. Alter. Der ist so groß wie mein Oberarm. Holy shit. Also sieht extrem cool aus mit diesem Ding da vorne. Ich hoffe, also wirklich, ich
Ich habe ein bisschen Angst vor dem, davor, dieses Spiel zu kaufen, weil die müssen einfach nur, und das war so ein ähnliches Problem bei Evolve, deswegen habe ich da eben wieder so Erinnerungen dran, die müssen mehr Sachen, oh lol, okay. Die müssen mehr Content raushauen. Ich hoffe, es bleibt nicht dabei, dass sie dann irgendwie so zwei Helme haben oder sowas wie jetzt hier in der Beta. Oh Gott, oh, ich hasse diese Spielfrau. Dass man so zwei Helme hat. Und das war's. Ich gehe davon aus, dass in der Vorversion mindestens 5 Helme oder so von Anfang an verfügbar sind. Mindestens. Nicht einer, nicht zwei, nicht drei, 5 mindestens. Alles andere wäre... Ich meine, die machen das ja so wie bei Rainbow Six Siege, dass du halt immer nach und nach gratis DLCs bekommst. Und halt durch den Season Pass die Sachen einfacher oder direkt freigeschaltet hast. Und wenn du das DLC halt nicht hast, musst du halt erst noch mit Ingame Geld freischalten. Was ich sehr fair finde, aber... So, ich schätze das hier mal durch. Alter, schlag mich doch nicht. Aber trotzdem heißt das nicht, dass man alles erst im Nachhinein bringen muss. Man muss auch Sachen vom Anfang... So, ich bin schnell, ich hol mir jetzt. Ich will mir jetzt. Bleib stehen. Komm her, ey, das gibt's doch nicht. Ich kann nicht ganz blocken, habe ich das Gefühl. Okay, Exekution, die kenne ich nicht, die kenne ich nicht. Geköpft. Nice. Also die Berserkerin blockt nicht den ganzen Schaden. Muss ich mehr drauf achten, aber ich glaube schon. Aber wenn sie durchkommt, macht sie echt gut Schaden. Ich mach hier mal ein bisschen, ich bin gleich tot. Ich gehe jetzt mal da hoch, versuch mal A einzunehmen. Blöd, macht der denn drüben? Wäre fast runtergefallen, der Junge. Okay, läuft außen rum. Ich erobere einfach mal das. Ne, das ist der Typ. Oh, oh. Das ist jetzt schlecht. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Ich bin tot. Ich bin tot. Wobei, gerade. Nee, aber. Ich weiß, sie hebt einfach die Arme nicht. Ich habe nach oben gedrückt, aber die. Vielleicht braucht sie länger, um zu blocken. Vielleicht. Oder wenn sie mal, vielleicht, wenn der Gegner durch den ersten Block durchkommt, bin ich da vielleicht kurz so ein bisschen gestunt oder so. Das heißt, ich brauche erstmal wieder da brauche ich erstmal eine Zeit, um wieder den nächsten Block ansetzen zu können. Das kann natürlich auch sein. So, ich gehe mal zu C. Wir werden es mal analysieren hier. Vielleicht könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben, weil ich, aber vielleicht gibt es da welche, die das Spiel länger gespielt haben. Sehr schön. Also ich will nicht runterfallen. Okay, aua. Doch, Alter, die macht schon richtig Schaden. Oh, der Drache aktiviert. Achtung, Abstand halten, Abstand. Drache ist böse. Ja, Alter. Nice. Okay, weil ich versuchte mal wieder... Oh, schau mal, hier. Was ist denn unfair hier, was die da machen? Kämpft doch gegen mich hier. Kämpft doch gegen mich. Zack, ja, oder... Oh, Leute, ich war... Ah, ich habe hier selber Explosion genommen. Egal, die ist richtig schön. Oh, 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 oh. Mia! Boah, der Schaden, ey, ist mega gut. Schaut mal. Oh ja, Drache. Oh, oh. Oh. Will weg hier. Weg! Nein! Ich roll doch! Kann die nicht schnell rollen? Oh, oh. Dreh dich doch. Nein! Oh, lol. Unser Team ist schon eingebrochen. Schnell erobern, ey. Vielleicht kriegen wir dann wieder die... Ah, wir sind... Ah, ja, sehr gut. Ich hab mich wieder. Also, wenn die 1000, wenn der Gegner über 1000 Punkte hat... bricht das Team ein und dann kannst du halt für immer und ewig aus dem Spiel rausgekickt werden. So, jetzt sind wir wieder in dieser Phase. Hier oben wieder hier. Ich hoffe, hier ist keiner. So, haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Schön. Aber wir sind wieder über die 1000. Holy shit. Beim Vor uns immer die Leute sterben. Schau mal, Nice Guy. Oh, lol. Ich habe gestern Nice Guy tatsächlich gesehen im Film. Mega guter Film übrigens. Oh Gott, 2 Tote. Kann ich die wiederbeleben? Ich versuch's mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, stell ihr weg. Oh mein Gott, ey. Wissen die eigentlich, wo ich bin? Ich zieh mich jetzt mal hinten durch, versuche den wieder zu beleben. Der da ganz hinten steht. Schnell. Schnell. Bleibt, ey, lasst mich mal bitte. Lass mich. Jawohl. Okay, okay, ich hab einen. Aber es reicht nicht. So, jetzt gehe ich hier schnell durch. Und versuche den nächsten wieder zu beleben. Ich versuche mal alle wieder zu beleben. Schnell und go. 2 wiederbelebt, 2 wiederbelebt. Komm schon, jetzt brauche ich auch ein bisschen Support von meinem Team. Wie soll ich denn noch wiederbeleben? Aua. Alter, ich kann Äxte werfen irgendwie. Wie werfe ich eine Axt? Okay, ich kann mir eine Axt werfen. Werf die Axt.
Aua. The fuck? Ja. Oh mein Gott, die sind tot. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe zwei Leute wiederbelebt. Und das war kurzer Prozess, Leute. Ich habe mich wieder auf Platz 1. Was ist mit mir denn los? Leute, hallo 3, das war die neueste Folge For Honor. Moment. Warte. Ich muss kurz was abchecken. Sehe ich das da richtig oder ist mein Hirn schon wieder... Gib mir eine Sekunde. Erstmal werde ich hier irgendwas einsetzen. Komplett random, weil ich keinen Plan habe, was hier passiert. Das muss... Das ist immer noch so wie in der Closed Beta. Ich verstehe nicht ganz, wie sich... Ich verstehe nicht ganz, was meine Mission ist, die ich gerade mache. Warum ich die abbreche. Ich meine, anders komme ich doch gar nicht wieder ins Hop in dieses Menü zurück. Okay. So, geh mal dahin. Da. Helden. Jetzt gehe ich zu ihr. Jetzt gehe ich dahin. Ziehe ich auf die Brust. Habe ich da nicht gerade was freigeschaltet? Ach, das war das. Das sah gerade im Menü anders aus, okay? Ich weiß nicht, ob ihr gecheckt habt, was ich gesehen habe, aber ein Menü. Leute, haut rein, bis dahin. Und ciao. Wenn ihr mehr For Honor wollt, lasst doch ein Like da. Ich glaube, ich werde sowieso mehr aufnehmen, weil ich einfach Bock drauf habe. Haut rein, Leute. Bis dahin. Ciao.